Oscars, Überraschung. Diese Adlige war und wurde ausgezeichnet. Erzherzogin Gloria von Habsburg-Lothringen, 23, die jüngste Tochter von Erzherzog Karl von Habsburg-Lothringen, 62, und Francesca Thyssen-Bornemisza, 64, war bei der 95. Oscarverleihung am 12. März 2023 in Los Angeles anwesend und wurde sogar ausgezeichnet. Die Dokumentation Nawalny, dessen Mitproduzentin sie ist, gewann die wertvolle Statuette für den besten Dokumentarfilm. Eine besondere Auszeichnung für die 23-Jährige. Glückwünsche erreichen die Adligen nun von allen Seiten, ihre Mutter teilt ihre Freude öffentlich auf Instagram. Zu zwei Fotos von Gloria am Oscarabend schreibt Francesca Thyssen-Bornemisza: Meine geliebte Tochter Gloria ist Mitproduzentin des Oscar-prämierten Dokumentarfilms Nawalny. Ich könnte nicht stolzer auf sie sein. Es ist unbeschreiblich, wie wichtig dieser Film ist. Free Nawalny und lasst uns einige Veränderungen im Kreml sehen. Gloria selbst teilt einen privaten Schnappschuss von der Vanity Fair Afterparty in ihrer Instagram-Story und lässt ihr beseeltes Lächeln für sich sprechen. Jasmin Grace Grimaldi, die uneheliche Tochter von Fürst Albert, 64, und der US-Amerikanerin Tamara Rotolo, 61, ist bereits am 31. März Jahre alt geworden. Ihren Instagram-FollowerInnen gewährt sie nun Einblick in ihre Geburtstagsfeier. Wenigen Tagen postete die Schauspielerin einen Clip, in dem sie mit ihrem Partner, Musiker Ian Mellencamp, sowie FreundInnen auf einer Rollschuhbahn zu sehen ist. Gut gelaunt und in 1980er-Jahre-Outfits gehüllt skatet die Gruppe umher. Nun liefert Jasmin weitere Impressionen. Ganz offensichtlich ging es am Abend noch weiter zu einem luxuriösen Geburtstagsdinner. In einem neuen Video zeigt sie, wie sie für ihre Feier zurechtgemacht wurde. In einem smaragdfarbenen Jumpsuit und mit aufwendigem Make-up ging es anschließend in das noble Restaurant Grandmaster Recorders in Los Angeles, wo die nun 31-Jährige und ihre Liebsten offensichtlich viel Spaß hatten. Danke an meine Familie und Freunde nah und fern, die meinen Geburtstag so besonders gemacht haben. Lacht weiter, lebt, tanzt und lebt euer bestes Leben. Denn dieses eine ist kostbar. Liebe an alle, schreibt sie dazu. Am Ende ihres dreitägigen Staatsbesuchs in der Slowakei haben sich Königin Maxima, 51, und König Willem Alexander, 55, den Fragen von einigen ReporterInnen gestellt und in diesem Zuge auch ein Update über Sorgenkind Prinzessin Amalia, 19, gegeben. Der Grund: Die Thronfolgerin wird von der niederländischen Mafia bedroht, musste sogar aus ihrer Studentenwohnung in Amsterdam aus und wieder bei ihren Eltern im Schloss einziehen. Die private Situation ist schwierig, aber wir lösen sie gemeinsam als Familie, erklärte Willem Alexander auf die Frage, wie es seiner Tochter geht und wie schaffen sie das, mit einem positiven Ausblick, antwortete Maxima. Und indem wir versuchen, eine Perspektive zu schaffen. Die Königin fügte außerdem hinzu, dass nicht nur die königliche Familie ernsthaft bedroht werde, auch Anwälte, Gefängnisbeamte, Politiker und Journalisten seien betroffen. Wir haben Mitgefühl mit ihnen, betonte die 51-Jährige. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: @nl, Instagram.com